So geht Motorrad heute. Klassisch unverkleidet, dynamisch in der Linienführung, die Technik puristisch zur Schau gestellt, Leistung satt. Und leise. Die SRF ist das neue Topmodell des US-amerikanischen Motorradherstellers Zero. Zero ist quasi das Motorrad-Äquivalent zum Autobauer Tesla. Dennoch Zero setzt ausschließlich auf elektrischen Antrieb bei seinen Fahrzeugen und beide Firmen haben ihren Sitz in Kalifornien. Die bisherige Modellpalette von Zero bestand aus eher zierlichen Fahrzeugen im Enduro- und Supermoto-Stil. Antrittsstark, leicht und agil. Doch mit der SRF bieten die Amerikaner jetzt ein absolutes Full-Size-Motorrad an. 220 Kilogramm Leergewicht treffen auf 110 PS und sagenhafte 190 Newtonmeter Drehmoment, die vom Stand weg anliegen. Das Namenskürzel SRF soll übrigens für Street Fighter stehen. Beim Beschleunigungsduell gewinnt dieser Kämpfer fast immer. Der Topspeed liegt bei 200 Kilometer in der Stunde. Doch für die wilde Hatz auf der Autobahn ist die SRF nicht gemacht. Denn bei Dauervollgas ist der Akku ratzfatz aufgezehrt. Und da stellt sich dann auch gleich die Frage, wie weit kommt man und wie lange dauert das Laden? Im Alltagsbetrieb sind, auch bei gelegentlichen Ausnutzen des Leistungspotenzials, rund 150 Kilometer Reichweite realistisch. Mit einer Power-Tank-Option sollen es laut Hersteller sogar bis zu 320 Kilometer innerorts sein. An der Schnellladesäule ist die SRF in der kostenpflichtigen Premium-Version in rund einer Stunde geladen. In der Standardversion dauert es doppelt so lange. Falls nur eine normale Steckdose zur Verfügung steht, benötigt der komplette Ladevorgang etwa 4 Stunden. Und dann steht die volle Fahrleistung wieder zur Verfügung. Die Ingenieure von Zero haben ganze Arbeit geleistet. Nicht nur, dass der Antrieb und das Fahrwerk über jeden Zweifel erhaben sind, auch die Traktionshilfe, das Kurven-ABS, diverse Fahrmodi bis hin zur Bluetooth-Anbindung zeigt, dass die Zero SRF ein ausgereiftes Fahrzeug ist. Für mich ist es keine Überraschung, dass Zero nicht nur der Pionier, sondern auch der Weltmarktführer beim Elektromotorrad ist. Seit 2006 bringen die Kalifornier ein interessantes und hochspannendes Bike nach dem anderen. Und mit der SRF haben sie sich jetzt gewissermaßen selbst übertroffen. 190 Newtonmeter Drehmoment, das zieht einem die Arme förmlich lang. Sie ist impulsiver als jeder konventionell angetriebene, noch so starke Supersportler. Die Reichweite ist besser geworden, die Ladezeiten haben sich auch weiterentwickelt und für mich persönlich ist die Zero SRF damit das Maß aller Dinge beim Elektromotorrad, bis Harley und andere große Marken nachziehen und vielleicht sogar darüber hinaus. Bei einem Grundpreis von 20.500 Euro kein ganz günstiger Spaß. Mit ein paar Optionen sind es gerne auch einige Tausender mehr. Doch die SRF ist auch ganz klar absolut Premium und hat derzeit keine Konkurrenz. Bleibt zu guter Letzt die Frage nach dem Geräusch. Fehlt da nicht der emotionale, akustische Part, der sonst einen großen Teil der Faszination Motorrad ausmacht? Wir sagen nein. Ganz im Gegenteil. Die schiere Kraft, die nahezu geräuschlos zupackt, ist noch viel reizvoller.